Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Es geht weiter. Das ist der fehlende Part. Quasi das, was im Anschluss gefehlt hat aus der letzten Folge. Wer das verpasst hat, einmal oben rechts. Da findet ihr die Folge zuerst sehen. Das, was jetzt kommt, hänge ich hinten dran. Und das eine oder andere hat natürlich in der Zeit auch stattgefunden und findet auch in dieses Video. Los geht's! Und dann fangen wir hier auch gleich beim Apfelbaum an. Der steht nämlich derzeit richtig gut da. Optisch richtig, richtig schön. Oh, ich bin froh, dass ich das so gemacht habe, wie ich das gemacht habe. Und unterm Apfelbaum haben wir ja jede Menge Platz, jede Menge, ja, was da neu dazugekommen ist. Natürlich Lebensraum für Tiere, das mit dem Totholz ist natürlich auch eine optische Sache. Das lässt sich alles immer wunderbar miteinander verbinden. Und hier am Rand dann noch ein kleiner Aufgang, da kommen noch Platten hin. Bisschen mehr Totholz, auch so in die Richtung da hinten. Da haben wir auf jeden Fall auch noch was vor, auch am Rand, aber das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, das zeigt dann die Zukunft. Und vorbeigehen am Rhabarber dürfen wir auf keinen Fall, denn der steht auch wunderbar da derzeit. So sieht das aus, also da können wir auf jeden Fall bald die erste Ernte fahren. Gerade der Sven, der ist immer recht gierig da drauf und freut sich dann mit mir irgendwie mal was zu verköstigen. Mal gucken, was das diesmal wird. Ich glaube, letztes Mal war das der Rhabarberkuchen. Ja, den kriegt er echt gut hin. Also ich muss sagen, letztes Jahr war der ja deutlich grüner und dieses Jahr ist auf jeden Fall richtig schöne rote Farbe zu sehen. Und beim Grünen ist er echt schon gut abgegangen. Also was da an Geschmack bei rumkam, das hatte ich vorher so noch nicht. Deswegen dieses Jahr ganz gespannt, hat definitiv mehr Liebe gekriegt, mehr Nährstoffe, Mulchmaterial etc., genug Wasser. Und jetzt steht er so da, wie er da steht. Und ich werde berichten, wie es war, vielleicht auch mit Fotos. So, und der Flo und ich waren natürlich in der Woche nicht untätig und sein Freund war auch mal mit dabei. Da haben wir hier vorne das ehemalige Zuschauerbeet, was wir letztendlich so lassen wollten, wie wir das letztendlich vorgefunden haben. Also Prioritäten setzen auch letztendlich, dass wir den Lebensraum für Tiere denken, aber der Lebensraum ist an anderer Stelle auch genug vorhanden. Und deswegen haben wir uns jetzt in voller Freude und Kreativität dann daran gemacht. Erst nur in der Mitte und der Rest hat sich gefügt. Hier rum geht's. Haben wir einmal in der Mitte die Sonnenfalle nochmal wieder richtig schier gemacht. Die ist echt, also wir haben uns da so dran erfreut und können da den Blick auch noch nicht ablassen. Also glücklich wird, wer selber macht, definitiv. Geht hier voll auf. Ja, hier vorne sind schon ein paar Pflanzen drin. Grüne Gartenmelde. Dann haben wir da, wie hieß sie noch? Speisechrysanthene. Eine Stockrose. Und eine Pflanze, die ich irgendwo mit drin hatte, wo ich sagte, ja, schauen wir erstmal an, was da so kommt. Darf da vielleicht auch bleiben. Ja, pflanzenmäßig auch noch mehr. Hier haben wir noch die Wunderblume. Dann haben wir hier einmal eine Akelei. Und so in der Spitze dann noch eine Stockrose. So von den Elementen natürlich Totholz genommen. Hier die Röhren, die werden natürlich noch mit Erde befüllt und dann kommt da auch irgendwas rein, was dann Sinn macht. Und da wieder Totholz, das habe ich ja nun schon ein paar Jahre hier. Da gibt es richtig tollen Lebensraum, da hat er sich auch mal eine Spinne breit gemacht. Gibt es in der Mitte so einen Durchgang. Und ja, hier mit Moos gemulcht, also das ist quasi das kräftige Beet und hier und dort Blumen angedacht mit magerer Erde, deswegen auch nicht gemulcht. Und hier die Geschichte auch so mit Holzspänen ergänzt und bin gespannt. Darunter auch nochmal richtig gute Komposterde, ja, haben wir rangeschafft hier und das befindet sich halt hier überall drunter. Ach, ich gehe mal ran, da kann man sehen, so sieht es da drunter aus. Also kann man nicht meckern. So, und mulchen natürlich, logisch, zum Wassersparen. Dann das ein oder andere Kreative natürlich auch mit drin. Gerne Sitzplatz von Vögeln und Libellen. Ja, und was da sonst noch dann so Pause macht. Ja, das ist auf jeden Fall ein Bonus. Das war letztes Mal noch nicht so weit. Und so sieht es derweil hier aus. Und ich habe natürlich mit dem, was ich jetzt zeigen möchte, eine Abwägung in der Vergangenheit getroffen oder heute getroffen, bevor ich das gemacht habe. Ob das schon Sinn macht. Ne? Es geht um die Eisheiligen. Ich denke mal, viele von euch da draußen sind so ungeduldig wie ich und können das kaum abwarten, da die Pflanzen ins Beet zu setzen. Vor allen Dingen, bei uns ist es dieses Jahr so besonders, dass wir es definitiv kaum abwarten können. Also das muss ich sagen, sehr intensive Zeit.
Und das, was ich euch zeigen möchte, das sind dann Pflanzen oder es betrifft Pflanzen, die ich entweder so oft habe, dass ich da ein bisschen was ausprobieren kann. Darunter auch Tomaten, Kohl und so weiter. Und das zeige ich euch jetzt. Hier beim Grassodenhochbeet in der Mitte, ich habe ja angekündigt, da soll eine Pflanze rein, habe ich jetzt den Azurstar Kohlrabi. Ja. Da kommen noch zwei Tomaten hin, zwei Tomaten, hier haben wir auch noch ein bisschen Salat, aber wir haben auch noch ein paar Beetnachbarn bekommen, die so nicht geplant waren, aber die Disteln hier, die sollen auf jeden Fall an dieser Stelle noch raus. Aber nur weil sie rausgehen, heißt das nicht, dass ich sie gleich irgendwie auf den Kompost schmeiße oder irgendwie entsorge, sondern die landen natürlich da, wo die Blühwiesen sind, irgendwo mittendrin mit rein. Passt alles super zusammen. Dann hier vorne habe ich ja erzählt, Gartenmelde drin. Jetzt kann man deutlich auch erkennen, Ringeblumen auf jeden Fall dazwischen. Das wird sich hier alles so ein bisschen verteilen. Da wächst natürlich auch noch anderes so fröhlich vor sich hin. Bin mal gespannt, was da dann noch so rauskommt. Und jetzt möchte ich direkt rüber zu den Erdbeeren und den Zwiebeln, denn das könnt ihr hier ganz deutlich sehen. Da schauen definitiv mehr Zwiebeln raus. Gerade so hier die Reihe. Radieschen auch deutlich zu erkennen. Dann haben Flo und ich im Zuge der Beetgeschichte hier hinter mir auch noch ein paar Pflänzchen aus dem Beet ergattern, retten können, wie auch immer, die einen anderen Platz gefunden haben. Unter anderem war dazwischen der Schnittlauch, der Knobi-Schnittlauch. Der hat jetzt hier eine Stelle gekriegt. Ja, der hat auch die Löffel hängen gelassen, aber jetzt steht er wieder. Wunderbar. Plätzchenmarker. Und dann haben wir hier noch die Pimpinelle, die aber jetzt so nach und nach, das sieht so aus, als ob die ein bisschen mehr Kraft kriegt. Die lag auf jeden Fall auch ein bisschen mehr unten. In der Hinsicht dann alle Gartenanfänger da draußen. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr so Pflänzchen habt. Was weiß ich, ob das rote Beete ist, Mangold oder was auch immer. Ja, packt die in die Beete, gießt die, kümmert euch darum. Am besten nicht so der direkten Sonne aussetzen und ein bisschen Geduld haben und dann kommen die. Das war es von hier vorne. Nee, ich habe noch was vergessen. Hier vorne gibt es ja noch ein paar Pflänzchen. Und bevor es nach hinten geht, da warten auf jeden Fall auch ein paar Sachen. Hier vorne, da haben wir auf jeden Fall ein Pflänzchen, so ein bisschen experimentiermäßig. Eine Melone. Melone ziehe ich ja dieses Jahr auch mit. Da haben wir nur drei Exemplare, also eine werden wir letztendlich nur brauchen. Und dann hier vorne ein paar Tomatenpflänzchen schon rausgebracht. Und da noch ein Azurstar Kohlrabi. Das sind beides Buschtomaten und das ist diese Reisetomate. Das ist ja quasi eine Frucht mit verschiedenen Kammern, könnte man so sagen. Ganz viele kleine Tomaten habe ich bisher noch nicht durchgekriegt. Dies Jahr bin ich gespannt. Das sollte auf jeden Fall klappen. Obwohl, ich bin da so optimistisch. Ne? Also das Wetter muss natürlich mitspielen, Regengeschichte und so. Aber hier haben wir auch noch was vor. Ansonsten ist hier nichts reingekommen. Außer jetzt in dem Streifen nach vorne auch noch wieder was Gutes von der Komposterde. Ja, hier bin ich so richtig gespannt, was draus wird. Da ist ja noch nicht mal was zum Blühen reingekommen, außer die Geschichtchen, die ihr jetzt vor der Nase seht. Akeleien habe ich hier auch mit rein. Zwei Stück, eins, zwei. Da noch eine Wunderblume. Hier auch so ein Pflänzchen, was irgendwo bei war, ohne zu wissen, was es ist. Vorne noch eine wilde Karde. Da haben wir noch eine Stockrose und dann bin ich hier auch durch. Ja, gut. Ich gucke nochmal einmal. Ein kleiner Dreher, ein Schwenker, ein... Ja, das reicht hier auf der Ecke, würde ich sagen. Und dann gehen wir jetzt einmal nach hinten. So, einmal hier durch. Und jetzt könnte ich einmal da lang. Aber ich würde sagen, wir gehen einmal hier durch. Und werden uns mal dem Geschichtchen nähern. Und dann fange ich gleich mit etwas an, was mir passiert ist. Und zwar an dem Schälchen hier. Ja, da dachte ich, eine bestimmte Gurke zu haben, die ich hier reinmache. Und dann hatte ich es drin und durfte dann feststellen, es ist ein Patterson-Kürbis. Und somit total fehl am Platz und habe die falsche Pflanze aus Versehen erwischt. Und dann wollte ich sie rausziehen und dann habe ich sie abgerissen. Da war ich ein bisschen unsanft zugange. Und jetzt haben wir hier die Wurzeln noch drin. Mal gucken, ob da noch was kommt. Werde ich auf jeden Fall regelmäßig gießen und das Geschichtchen natürlich mit euch teilen. So, und dann gibt es hier noch ein paar andere Geschichtchen. Ja, hier sieht es ein bisschen wüst aus. So, auf jeden Fall in der Zukunft auch noch Liebe kriegen. Und hier haben wir auch noch mal zwei Tomaten. Also die Geschichte hier ist auf jeden Fall eine Zuckerbusch
Und hier haben wir, was haben wir hier stehen? Die Istra. Also die habe ich mal rein, weil ich dachte, das wäre eine Frühtomate. Das war bei allen frühen Tomaten so, dass die andere blätterten, eher so wie bei der Kartoffel. Und deswegen die Geschichte hier. Und ja, wie gesagt, eine Zuckerbusch habe ich 6 Exemplare hier. So, so sieht es von hier hinten aus. Wir tingeln hier mal runter, einmal im Schnellverfahren, haben übrigens ganz oft hier schon, was heißt ganz oft, einige Male hier jetzt gekocht, haben einen Gasbrenner mittlerweile, so einen Campingkocher, und dann machen wir uns eine kleine Stelle und dann wird gebraten oder ja, wie auch immer, gekocht, bisher gebraten. Das war Wok und die Pfanne, die ihr gerade gesehen habt. Na, wen haben wir da oben denn? Ein Rotkehlchen? Ich kann das nicht erkennen, zu viel Licht, hat mich aber gesichtet. Ja, möchte ich gar nicht ranzoomen, da habe ich sie ganz oft verscheucht. Da übrigens dieser Campingkocher, will ich jetzt schon nicht mehr missen, eine ganz gute Sache. So, dann haben wir hier vorne auf dem Dach, das ist ja hier Tomatendachgeschichte, kennt ihr aus den vergangenen Videos. Der Mais ist hier reingekommen, da haben wir verschiedene Mais, Bantam, ich musste den Namen ein bisschen aus dem Gedächtnis holen. Ich weiß nicht, ob das der 100% richtige Name ist. Auf jeden Fall gelber Mais, den haben wir hier 2 drin. Popcorn-Mais 2, hier einen gelben, da einen gelben. Roten, geht wohl bis hier hinten durch. Genau, die 2 Reihen und da rote. Und dann haben wir hier noch eine bunte Reihe, wo wahrscheinlich grün oder eher noch schwarz oder brauner Mais zwischen ist. Brauner Mais, richtig gehört. Grün auch, schwarz. Ja, letztes Jahr hatte ich davon sehr viel Verschiedenes da. Das Jahr lief ja bekanntlicherweise ein bisschen anders als erwartet. Deswegen konnte ich dann nichts von ernten, wirklich gar nichts, und musste auf Reste zurückgreifen, die ich halt noch nicht ausgesät hatte. Aber das ist ein Anfang. Und ja, der ein oder andere Mais wird auf jeden Fall noch hier wieder herfinden zu uns. Und dann können wir uns da mal durchprobieren. So, ich stehe hier vor dem Beet, aber ich nehme mal ein bisschen den Schatten weg. So, ist ein bisschen besser. Also ihr könnt jetzt ganz viel Grün sehen. Dazu möchte ich sagen, hier liegen abgeknapste Blätter von den Tomatenpflanzen. Ja, also wir packen das direkt aufs Beet. Würde ich jetzt nicht direkt empfehlen, wenn da Braunfäule dran ist. Dann eher lassen, woanders entsorgen. Ich habe das oft ignoriert, auf jeden Fall. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob das jetzt unbedingt schlechter war. Aber aus Erfahrung anderer Menschen möchte ich das hier mal weitertragen. Ja, was ist drin? Hier vorne haben wir Salat. Da haben wir auch einen Salat drin. Kaum zu sehen. Der wächst und dann zeige ich ihn euch. Hier, das müsste eine Zuckerbusch sein. Hier, das ist eine Ida Gold. Und noch eine Zuckerbusch. Hier sollten ja Buschtomaten rein. Eigentlich ein bisschen mehr. 4-5 war so gedacht. Aber ich habe das jetzt erstmal so gemacht und dann müssen wir mal gucken. Aber wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann könnte man eigentlich das Pflänzchen auch so ein bisschen da runterpacken und dann wäre da noch Platz. Ich glaube, da müssen wir nochmal umarrangieren. So, und fast wollte ich es dabei belassen, aber eine Sache, die möchte ich nicht vergessen. Und zwar, so gerade aus dem ersten Jahr, die Tomatendachgeschichte, dieses, ja, wo der Sven und ich bei waren. Altes Video gibt es dazu, werde ich auch mal oben rechts verlinken. Wird auf jeden Fall öfter mal wieder aufgerufen. Ich will jetzt nicht sagen, als wirklich Anleitung für ein Tomatendach, aber es ist auf jeden Fall eine schöne, spaßige Folge gewesen und da steckt für uns auf jeden Fall Erinnerung drin. Vor genau diesem Tomatendach stehe ich nun. Also das mit den Scheiben ist jetzt eine Sache, die ich nachträglich gemacht habe. Sven und ich hatten hier eigentlich Folie mit rüber, aber das war in der Praxis dann nicht so toll. Das ist ziemlich schnell gerissen. War dann wohl auch die falsche Folie. Na gut, so, was haben wir hier drin? Eine Luffergurke hat hier Platz gefunden. Da einmal. Also davon haben wir auch mehr Exemplare, deswegen, ich wollte einfach mal ausprobieren. Ja, und hier sollten wahrscheinlich noch eine Salatgurke rein. Ich weiß nicht, ob das so clever ist daneben, überlege ich gerade. Ja, nicht, dass ich da irgendwas kreuze oder so, werde ich mich nochmal belesen und danach schauen. Ja, und dann irgendwie Tomaten noch rein, irgendwas dazwischen, vielleicht auch ein Kohlrabi. Vielleicht wird es auch zu eng, das machen wir dann, je nachdem, wie sich das hier entwickelt. So, im Grunde genommen könnte ich euch noch so viele Stellen im Garten zeigen, die sich verändert haben. Gerade was so Blütenpracht angeht, Überraschungsgewächse, Pflanzen, die ich überhaupt nicht erwartet habe. Hat sogar die Knoblauchsrauke irgendwie dazwischen gefunden und das eine oder andere Pflänzchen sieht dem auch ähnlich, hat aber eine andere Farbe. Weiß nicht, was das dann am Ende wird. Ja, Wildkräuter, noch und nöcher, jede Menge Sachen zum Essen. Auch gerade das, was ich sagte mit dem Gaskocher, Campingkocher. Da habe ich ein paar Aufnahmen gemacht, da sind auch Kräuter reingelandet.
War super, super lecker mit Kartoffeln, Pilzen, Pilze, Tomaten und so, kam natürlich von außen, Möhrchen. Aber ja, so mit Wildkräutern verfeinert ist es auf jeden Fall eine richtig runde Sache gewesen. Ich war so glücklich, das war so lecker, das war einfach, ich weiß nicht. Ich will Wildkräuter auf jeden Fall nicht mehr missen. Dieses Jahr hat sich das bei mir auf jeden Fall breit gemacht und geht, glaube ich, nicht mehr weg. Also in dem Essen war auch Giersch drin, auch große Blätter, ordentlich was drin. Bärlauch hatte ich noch drin, Liebstöckel hatte ich noch mit drin. Rest habe ich jetzt vergessen. Schnittlauch, genau. Und dann war ich auch schon durch. Und dann Salz, Pfeffer, ja, im Öl angebraten. Boah, so lecker. So, genug rumgeschlemmt in meinem Kopf, so in Erinnerung. Ich denke, das war's für heute. Ich werde euch demnächst dann hier einen Rundgang machen, wo wir wirklich in die Pflanzenwelt gehen, wo ich auch auf die Wildkräuter eingehe. Vor allen Dingen erzähle, was da so Tolles drinsteckt. Ich habe zu Hause mir eine Tafel angelegt, da steht schon ganz viel Wunderbares drauf. Ob Vitamine, Mineralstoffe und Öle und Fette und, nee, Fette eher weniger, Öle, Bitterstoffe, Gerbstoffe. Alles Mögliche, was in den Sachen drinsteckt und das werde ich euch zeigen, darauf könnt ihr euch freuen. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Sage tschüss, euer Lars und ich bin weg.